Moin Leute, Herbert hier, GamerTV, und ein herzliches Willkommen hier zurück zum Euro Truck Simulator 2. Ihr seht schon, irgendwas stimmt hier nicht. Wir fahren einen fetten Volvo, ganze 750 PS, drei Achsen hinten und schwerlastfähig. Und das liegt daran, dass ich ein bisschen Schwertransport fahren möchte. Und ich habe meinen alten Steam-Account wieder gefunden, das ist gut. Beziehungsweise den Speicherstand von damals. Wir haben wieder eine halbe Milliarde auf dem Konto. Hier haben wir 594 Millionen und damit lässt sich was machen. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zur Werkstatt und wollte damals schauen, ob es für den Schwerlastbereich eine Sonderlackierung für den Volvo gibt. Und dann würde ich sagen, fahren wir auch schon los zum ersten Auftrag. Die meisten kennen den Volvo ja noch von früher. Den hatte ich damals schon gehabt. Und im 24-Stunden-Livestream gestern hatte ich ihn mir nochmal aus der Garage gekramt, habe ihm dann den Schwerlast-Mod gegeben. So gesehen, dass wir also vom Schwerlast-DLC alles Mögliche reingepackt, was ging. Und dafür sieht er so aus, wie er jetzt aussieht letztendlich. Schickes Teil. So, ein kurzes Stück vorfahren. So, sehr gut. So, und zwar Lackierung. Da wollte ich mal nachschauen. Okay, Last vielleicht? Nein, okay, gut. Zubehörfilter. Okay, da kann man jetzt nicht so finden. Dann gucken wir mal, ob wir so dezent beim Vorbeiscrollen etwas finden, was auf Schwerlast hinweisen könnte, aber ich glaube... Ah doch, da haben wir doch was. Sehr schön. Der sieht nice aus. Also das sieht schon schwer nach Schwerlast aus. Super. So, und dann gucke ich mal. Unten die dezente Schwelle. Vielleicht gibt es heute nur diesen Bereich zu sehen, dass wir ihn so gesehen vorbereiten für die Schwerlast, und die nächste Folge geht dann die Schwerlast letztendlich los. Sehr gut. Das sieht schon cool aus, definitiv. Okay, dann haben wir hier oben, nehmen wir was, wo viel Beleuchtung dran passt und nicht so extrem aussieht. Der Joker, da passt nicht so viel drauf. Der Viking, der sah schon nice aus. Setzen wir uns da ein Michelin-Männchen drauf, so zwei Stück. Ne, es sieht doof aus. Komm weg damit. Da machen wir uns Mark 1 drauf. Ich finde die Mark 1 Beleuchtung eigentlich cool. Also wirklich sehr cool. Ich habe im Übrigen hier nicht die Pro-Mods drauf auf dem Account. Ich habe eher gesagt noch gar keine Pro-Mods drauf. Sehr schön. Beleuchtung passt. Hier mache ich natürlich Ruby-Fan rein. Hier vorne meine liebenswerte Frau Nini. Sehr schön. Dann schaue ich mal hier oben nach. Der Dragonfly passt eigentlich dazu, weil der doch schon sehr nach Schwerlast aussieht dann. Achso, den originalen können wir nicht nehmen. Dafür müssen wir den langen nehmen. Ich guck mal, ich glaube, es gibt nur Flaggen von Städte und so. Genau. So, verchromte Außenspiegel hätte ich gerne. Die sehen nice aus. Und verchromte Türgriffe. Den Ranger da unten. So, jetzt nehmen wir natürlich hier einmal die richtig dicken Michelin-Reifen. Mit Farbe. Muss ich gucken, wo die das verdammt geile Braun her haben. Oder wir nehmen das Grau hier oben aus dem Ton raus. So ein bisschen heller, so. Ja, das sieht gut aus. Hier nehmen wir natürlich... Oh, Waven. Schick. Mal gucken, was mehr nach LKW so ein bisschen aussieht. Entweder eingelassene Felgen oder etwas draußen stehende. Die sehen schon cool aus. Die nehmen wir.
Die Nieten von Waven. Die Abdeckung. Ich glaube, hier gab es das auch, oder? Nein. Nein. Okay, gut. Ja, das sieht schon sehr geil aus. Ja, das machen wir überall so. Michelin-Reifen. Schön grau. Dann kommt hier das drauf. Das. Und das. Und hier das in schwarz. Sehr schön. Dass man das nicht für alle Reifen übernehmen kann, das verstehe ich bis heute nicht. Moment, dann fangen wir einfach hier nochmal an. So, zack. Zack, dann haben wir die nämlich einmal durch. Sehr schön. So. Waven. Waven. Schutzkappe, Titan Paint. So, zack. Waven. Ne, Quatsch. Hab ich die da geändert? Ne, ich hab die da Standard gelassen. Das ist natürlich blöd. Ja, das dürfte die sein. Genau. Moment. Ja. War da auch der Revolution, oder? Ne, Klaus haben wir da. Klaus. Die hier ist das tatsächlich. Das hätte ich nicht gedacht. Hat nur nach innen gepresst. Ja gut, dafür fällt es nicht auf wahrscheinlich. Dass das so gedacht ist. Zack, zack. Haben wir, haben wir, haben wir. Hier sind noch die... Doch, da sind auch die richtigen Schrauben drauf. Sehr gut. Das sieht doch geil aus, oder? Was meint ihr? Ich finde, das hat was, das Ding. So, ich mache noch ein ganz kurzes Foto für uns. Zack. Sehr schön. Der sieht nice aus. Ich hoffe einfach nur, dass er auch lange so nice aussehen wird und wir ihn nicht zerdeppern. So, hier oben können wir zum Beispiel unsere Thunder anbringen. Die sehen sehr geil aus. Das sieht auch nice aus. Ja, das passt. Super. Und daneben machen wir noch ein paar Mark 1. Zack, zack, zack. Damit wir auf jeden Fall gesehen werden. Jetzt müssen wir gucken, dass wir nicht die anderen Lampen verdecken, damit das komisch aussieht. Aber das passt sehr gut. Dann machen wir hier die Blinklichter hin. Dann können wir den nämlich wegmachen, weil der sieht scheiße aus. Ja. Oder was meint ihr? Das sieht doch definitiv sehr geil aus. So. Bestellen wir das Ganze. Das kostet auch nur 114.000. Ich glaube, ein größerer Motor gibt es nicht. Ein größeres Fahrwerk gibt es nicht. Es gibt noch 12 plus 2 Gang. Ich glaube, das ist für Schwerlast gedacht. Ich glaube, ja. So war das. Innenraum, glaube ich, ist eigentlich so, wie er ist, eigentlich ganz angenehm. Man sollte da jetzt nicht alles vollstellen. So viel habe ich da jetzt auch nicht. Machen wir hier die Bulldogge. So. Bestellen das Ganze. So. Und gucken ihn uns mal von außen an, wie schön er doch jetzt aussieht. Ja, das sieht nach Schwerlast aus. Und dann würde ich sagen, fahren wir einmal zum Frachtmarkt. Schauen uns um, was wir haben. Und eine Asphaltfräse haben wir hier schon mal. Sehr gut. Aber die sind wir schon mal gefahren. Was wir noch nicht gefahren sind, ist eine Industriekabeltrommel. Das geht runter nach Slowakei, nach Bratislava. Und den werden wir fahren. Das ist alles in Ordnung. Fertig. Los geht's. Auf geht's. Sehr schön. Der neue Truck gefällt mir vor allen Dingen vom Aussehen. Okay, das mit den Reifen ist schon geil. Dass die hintere Achse mitlenkt, das ist natürlich schon ein schickes Highlight, würde ich behaupten. Auf geht's! Ja, was macht ihr denn heute Schönes am Montag? Und was wünscht ihr euch vor allen Dingen hier im ETS 2 wieder?
Ich habe jetzt ein paar Tage im Voraus aufgenommen, um einfach wieder aktiver zu werden, so mit und mit. Schade, dass so wenige Leute beim 24-Stunden-Livestream erst recht bei ETS 2 dabei waren. Wir hatten auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Spaß. Schade, echt. War ich ein bisschen, ja, enttäuscht. 3 Tage vorher angekündigt, zig Videos dazu hochgeladen, auf Facebook und auf Instagram Werbung gemacht. Viele waren da, das war auch schön. Aber zu Spitzenzeit nur 150 Zuschauer, das tat dann doch irgendwo in meiner Seele ganz schön weh. Und das ist dann auch, ja, schon sehr, sehr schmerzhaft, muss ich zugeben. Definitiv. Also wir sind andere Sachen gewöhnt. Selbst bei einem spontanen Livestream haben wir definitiv deutlich mehr Zuschauer. So, jetzt merke ich gerade, kurz Moment, mein Headset ist leer. Das ist nicht so gut. Aber das ist nicht schlimm. Ich schneide das jetzt mal nicht raus, Leute. Ja. Ich denke mal, das ist jetzt nicht so tragisch, dass ihr hört, dass ich hier jetzt mein Headset einstecke und so ein Quatsch. Das ist. Ich hoffe ja wohl, darüber kommen wir hinweg. So. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Fracht und ich bin mal gespannt, was uns hier noch so erwarten wird. Ich werde auf jeden Fall Ende der Woche wieder die Promods runterladen und uns damit wieder beglücken. Vielleicht dann auch mit diesem Account auf der Promods, das weiß ich nicht. Aber auf dem Account haben wir schon so viele Frachten bewegt, dass manche schon ja, diesen Account tot gesehen haben. Und unfassbarerweise, Leute, passt der Lack von unserem LKW komplett hierzu. Guckt euch das mal an, wie perfekt das ist. Sehr gut. So, auf geht die Fahrt. Nicht lange trödeln. Losfahren, würde ich sagen. Es sieht natürlich schon sehr cool aus. So, haben wir das Bild fürs Thumbnail auch. So, wir warten mal kurz. Entweder lassen sie uns rein oder eben nicht. Ich möchte hier keinen behindern. Huf. Sehr gut. So, ich denke mal, wir werden mit der Last auf jeden Fall keine Probleme haben. Also mich würde es extrem wundern, wenn wir Probleme jetzt bei diesem Transport bekommen werden. Höchstens an Bergauffahrten, obwohl selbst da, denke ich mal, dürfte der Volvo hier beste Arbeit leisten und das alles wegziehen, als ob das Butterkekse sind. Dafür habe ich ja extra das neue Getriebe eingebaut, dass wir hier locker flockig überall hinkommen. Immer diese scheiß Vorfahrt. Wir würden viel schneller sein, wenn wir grundsätzlich Vorfahrt hätten. Das würde sich, glaube ich, jeder LKW-Fahrer wünschen. Grundsätzliche Vorfahrt. Achso, viele Fragen, wie ich die Grafik eingestellt habe. Ich habe einfach alles, wirklich alles, was zur Verfügung steht, auf Ultra stehen. Dazu kommt dann die 400% Skalierung und dafür sieht das Spiel schon sehr, sehr nice aus. Ich habe weder Mods noch sonst was, die die Grafik irgendwie im Kleinsten verändert. Jetzt gerade zumindest. Ansonsten habe ich natürlich den Wettermod drinne von, jetzt komme ich gar nicht auf Namen, Entschuldigung. Auf jeden Fall, den habe ich drin, damit die Wolken schöner aussehen und alles. Jetzt gerade aktuell habe ich ihn auch nicht drin. Dafür sehen die Wolken ja wieder so aus. Naja, gibt schönere Wolken. Was ich noch machen wollte. Gameplay. Der Regen ist aus. Ja, der Regen ist an, hat sich erledigt. Sehr schön.
Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Aber ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann, bleibt wie seid. Danke fürs Zusehen und Tschüssikowski, Leute. Macht's gut. Ciao.